Hallo, liebe Dragons AI-Fans. Ja, hier ist euer Dragons AI. Und heute geht es mit einem ganz neuen Thema los. Thema Hero Zero. Ja, ihr könnt natürlich, habt ihr Missionen, ihr könnt Duelle kämpfen, ihr habt einen Job, könnt euren Helm umziehen, aber natürlich hat er noch immer Sachen an. Sonst wäre das ja leicht. Ich betone es mal lieber nicht. Und natürlich habt ihr auch ein Team. Zum Beispiel wie bei die viele sind vielleicht bei Shake and Fidget. Da gibt es eine Gilde. Und bei Hero Zero ist das auch so gesehen ein Team halt. Ihr könnt auch Teamkämpfe bestreiten, aber angegriffen. Ihr könnt angreifen, ihr könnt euch abwehren, wenn ihr angegriffen werdet. Und ja, das ist mein Team hier. Das habe ich selbst gegründet. Ich weiß, der Name ist ein wenig, keine Ahnung, bisschen dumm. Man kann auch das Wappen ändern drum und dran, das werde ich auch bald tun. Und momentan gefällt mir die Crew so, hat zwar erst drei Mitglieder, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr reinkommen. Ich kann auch euch als Berater einstellen. Apropos Berater. Ich als Anführer hat man, wenn man jetzt auf dieses weiße Leiste, die gerade aufgestanden ist, so steht Anführer Stufe 38, nur Donuts gespendet, nur Donuts und dafür aber 72.470 Münzen gespendet. Und der grüne Punkt ist immer, dass ich online bin oder der andere Spieler. Wenn mir auf Timo geht, Mitglied ist, wartet, ich mach das mal so, Mitglied, Berater können auch entscheiden, ob ihr, ja, ne, dass er auch was hier kaufen kann und so, dass die Crew halt verbessert wird. Ja, später kostet es auch noch Donuts. Ja, aber wenn ihr später ein riesen Team habt, werden manche schon ab und zu mal ein paar Donuts euch spenden, weil es gibt ja hier auch für 3 € 30 Donuts. Und ihr werdet auch richtig, ja, wie soll ich sagen, bekannt, weil ihr habt dann am Ende ein 50% Bonus von Missionen. Gibt das dann doppelte, 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 Mist. Doppelte Bonus, genau. Ne, Bonis. Um es richtig zu nennen. Da gibt es noch Ausstattungsbonus und Popularitätsbonus und blablabla. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Anfrage schickt oder ich euch auch versehen mal. Ja. Dann gibt es natürlich auch wie in vielen anderen Spielen noch eine Rangliste. Ich bin gerade mit der Ehre, könnte ich hier einstellen, Ehre, rote Stufe. Mit der Stufe, weil ich falle ich weit zurück. Also Ehre bin ich halt auch recht weit oben und es gibt natürlich ganz viele Spieler. Zum Beispiel stelle ich euch mal den Besten jetzt momentan vor in Ehre. Das ist die Delphi auf Server 3 ist das gerade hier. Es gibt Server 1 und Server 2 noch. Ja. Und das hier ist Delphi. Ihr habt ja die Attribute hier. Das sind die Fähigkeits. Ja, wie soll ich sagen? Fähigkeits. Sachen, Dings, Bums. Und ja. Hat auch hier noch einen Text, den ich kann mal meinen zeigen. Ja, hier hat man halt mal Text. Das handelt ein bisschen über das Team. Und nochmal zur Rangliste. Dann könnt ihr Stufe einstellen. Da ist dann Like, erster. Vor den Ironbeatern, Ironbenders, dann ist er wahrscheinlich auch Captain, schätzungsweise. Genau. Berater, Berater, so, Mitglied, 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 Mitglied. Wow. Also, sind alle über Level 100. Also über 125 oder. Ja. Natürlich gibt es auch Sachen anzuziehen, neue. Dann gibt es die gewöhnlichen, die seltenen und die epischen. Die epischen sind natürlich die stärksten. Die sind so lila umrandet, selten ist blau umrandet und ja, die gewöhnlichen machen gar nichts. In der Zeit, wo ihr Duelle startet und eure Booster wieder auffüllt, das habe ich gar nicht erwähnt gerade, aber egal, die Booster bringen, dass die Mission kürzer sind und dass eure Fähigkeiten höher sind und ja, Arbeitsbooster erhöht den Lohn. Ihr könnt euch um euer Team kümmern, vielleicht auch Donuts kaufen, wenn ihr wollt. Wenn ihr mit eurem Geld nichts anfangen könnt.
Ja, ich habe natürlich auch eine Rangliste, wie gesagt. Ja, das war's eigentlich schon. Ich stehe jetzt noch in 6 Sekunden einen Kampf mit meinem Helm. Ich habe sehr auf Intuition und Grips geachtet, aber ihr müsst halt in meiner Strategie nehmen oder sagt uns andere, überlegt euch selber eine. Das bringt auch manchmal irgendwann sehr viel. Und ja, ich greife einfach mal den hier an aus Spaß. Dann müsst ihr gucken, was er für Attribute hat. Der hat recht viel. Aber ich habe 40% Chance und 60. Also hier bei Intuition 40% Chance das höchste. Und Grip 60% das höchste. Ich kann ja mal gucken. Und der erste Schlag habe ich 1340 Abzug. Und ich weiche aus. Und treffe nochmal hart. Ja, genau. Weiche nochmal aus. Ja, geht doch. Also deshalb habe ich Grips genommen, wenn mir gegen so einen schwachen Gegner, der so wenig Grips hatte und so viel und keine Intuition, hat den Sieg schon so gesehen, sicher. Guck, er hat mir Kampf wünscht abgezogen. Also ich bin Alien Destroyer. Lustiger Name, oder? Naja, egal. Das war unsere kleine Tipprunde. Es werden, wenn das noch, wenn das noch ein wenig bekannt wird, ja, werden wir weitere Folgen machen, weitere Tippvideos. Und ja, falls ihr meine Tipps nicht verstanden habt, dann geht auch zu Spieltrend. Ja, der hat auch ganz viele Videos gemacht, mehr als mir momentan. Und ja, aber weil wir noch Videos dazu machen und ja, ihr könnt auch in der Homepage dann auch nachlesen, was die Tipps waren. Da sind zwar jetzt nicht alle, die ich gesagt habe, aber auf unserer Homepage Trainer.ai. Ihr kommt von der gleich von, ne, von Dings. Wenn ihr auf unserem Kanal seid, ist da gleich so ein Button, wo wir hingeschrieben habt. Da tönt sowas heraus, blau war das, glaube ich. Weil da draufklickt, kommt ihr gleich auf unsere Homepage. Da stehen die Infos schon von Infos mit Kam und alles drum und dran schon. Ich hatte was mit Drachen zu tun. Drachen sind lol. Ja, ich beginne noch mit Mission. Und beende die Aufnahme. Ja, ich verabschiede mich. Ciao.